Es ist so, dass in erster Linie dadurch die Kraft verbessert wird, dass man beweglich ist. Das Entscheidende bei diesen Gummibändern ist, dass man die Gegenübung auch macht, dass man einmal mit Zug arbeitet und dann einfach gegen den Widerstand auch arbeitet. Und das ist bei dieser Übung ganz wichtig. Und es dient natürlich dazu, eben auch die Sprungkraft zu verbessern. Das sind eigentlich reine Kraftübungen, die eben dazu dienen, beweglicher zu werden, geschmeidiger zu werden und dann eben auch die Sprungkraft zu verbessern. Es ist so, dass man 5-6 Mal diese Übung wiederholen kann. Und das alles Entscheidende ist eigentlich, dass man zwischen den Wiederholungen dann auch eine gewisse Zeit lässt, dass der Torwart sich wieder vollständig erholen kann. Man kann sie sicherlich besser in der Vorbereitung einbauen, weil man dort nicht so viele Spiele hat oder wichtige Spiele hat. Aber es ist auch notwendig, dass man sie während der Saison macht. Dann braucht man nicht so viele Wiederholungen zu machen, aber man setzt gewisse Reizpunkte während der Saison, um wirklich auch die Explosivität zu schulen, dass man explosiv ist und dann eben sich auch auf das nächste Spiel wieder optimal vorbereitet. Entscheidend ist natürlich, dass man es nicht einen Tag vor dem Spiel macht, sondern in der Regel ist man da gut beraten, wenn man das an einem Dienstag macht, wenn ein Samstagspiel ist.